Herzlich willkommen zu diesem Video. Also, meine beiden bestellten Predator kamen an. Ich konnte keine Videos hochladen wegen, ja, Schulzeug und so. Jetzt sind aber, wie gesagt, Ferien. Dementsprechend kann ich jetzt ein paar mehr Videos hochladen. Und heute, am 23., kamen meine beiden bestellten Predator an. Ich habe die am 5. bestellt, die kamen heute an. Das sind einmal der Shaman Predator und der Warrior Predator. Also die Welle besteht aus sechs Figuren, die jetzt erscheinen von den Predatoren. Und es sind insgesamt fünf davon, die auf Predator 2 basieren. Und einer basiert auf Concrete Jungle, weil Predator 2 hat dieses Jahr ein Jubiläum. Ich weiß nicht welches, aber das hat ein Jubiläum. Ich glaube, ein 20-jähriges kann das sein. Dementsprechend sind fünf Figuren basierend auf Predator 2. Die Welle wurde aufgeteilt in zwei Hälften, drei Figuren und dann nochmal drei. Und die ersten drei kann man jetzt schon teilweise bekommen. Das ist wie gesagt der Schaman und der Warrior Predator und der Stoneheart Predator. Der basiert auf Concrete Jungle. Und die anderen drei, die dann alle jeweils noch auf Predator 2 basieren, erscheinen etwas später. Das sind der Snake, Boar und Greyback Predator. Kann ich euch hier mal einblenden. Wie gesagt, die beiden habe ich mir bestellt. Auf den habe ich ewig lang gewartet. Ich habe da mal ein Produktbild gesehen und seitdem freue ich mich auf den extrem. Auf den habe ich mich nicht so gefreut. Mittlerweile gefällt mir der aber sogar schon ab und zu ein bisschen besser. Da kann ich mir nicht ganz entscheiden, welchen ich besser finde. Ich würde aber sagen, genug geredet. Wir fangen mit dem Warrior Predator an. Das andere Review erwartet euch dann morgen. Heute schauen wir uns den Warrior an. Also, hier an der Seite Predator 2. Ah, das ist 30. Jubiläum. Das steht hier sogar. Okay, knapp daneben auch vorbei. Hier hinten ein paar Informationen und noch die anderen Figuren. Hier haben wir den Greyback, Snake und Boar Predator. Ja. Ich kann mal aufklappen für euch. Noch ein Produktbild. Und die Figur selber. Ich würde sagen, ich packe sie jetzt aus und wir sehen uns gleich wieder, also bis gleich. Also, wenn ihr den Predator rausholt, dann seht ihr schon die Menge an Accessoires. Ich habe nachgezählt, das sind insgesamt 15 Stück, die der Predator hier hat. Nicht schlecht. Also 15 Accessoires plus die Figur selbst. Das ist schon wirklich beeindruckend. Weil ich habe gedacht, ich habe mir hier die etwas langweiligere zuerst rausgesucht. Ja, da lag ich dann doch wohl falsch. Ich glaube, der Shaman Predator kann das nicht toppen. Ich würde sagen, wir fangen mit den Accessoires an. Die hier, die sind jetzt noch relativ nichtssagend. Da haben wir zwei Versionen davon. Einmal hier eine ausgefahrene und eine eingefahrene. Da kommen wir später dazu. Jetzt können wir damit noch nicht viel anfangen. Dann hat er zwei Smart Discs dabei. Eine eingefahrene und eine ausgefahrene. Dann. Das ist tatsächlich mein erster Predator mit einem Kombi-Stick. Da kommen dann natürlich auch mit einer eingefahrenen Variante. Sieht nicht schlecht aus. Und eine ausgefahrene Variante. Die ist größer wie der Predator selbst. Aber Kombi-Sticks haben wir schon öfter gesehen. Dann haben wir noch einen Plasmaschuss dabei. Der ist hier tatsächlich etwas dünner wie normaler. Also das ist mein erster Predator mit einem City Hunter Körper.
Und dementsprechend hat er auch diese kleinere Plasmakanone, was bedeutet, dass er auch diesen dünneren Schuss hat. Der Dschungelhunter hat einen dickeren Schuss. Dann die Accessoires, die ich sehr gerne sammle. Und zwar Schädel, da hat er hier zwei blutige Versionen dabei. Einmal nur einen Kopf und einen Kopf mit Wirbelsäule. Sieht sehr gut aus. Nicht schlecht. Dann hat er hier noch drei Hände dabei. Einmal die hier. Die ist zum Beispiel für so eine Smart Disk nicht schlecht geeignet. Das sind hier genau die Aussparungen, dass die Hand da reinpasst. Zack. Das hält dann auch. Dann hat er hier eine kleinere Greifhand und eine dickere. Die kleinere verstehe ich jetzt noch nicht, aber vielleicht später. Jetzt noch die zwei Accessoires, die bis dato nur der Predator hat. Einmal hier so ein Morgenstern. Und ich habe es gehofft und tatsächlich ist es auch so, der hat einen Draht drin. Was bedeutet, ihr könnt den bewegen, wie ihr wollt. Ihr könnt da richtig coole Posen mitmachen. Der sieht gut aus. Das ist cool. Und das Accessoire, was mir auf den Produktbildern nicht so gut gefallen hat, aber jetzt umso mehr, das ist hier diese riesige Axt. Die ist ebenfalls größer wie der Predator selbst. Und die sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Die ist nicht schlecht. Dann hat der Predator aber auch noch einen austauschbaren Kopf dabei. Hier sehen wir dann das Gesicht. Der hat hier relativ kurze Dreadlocks. Also die sind überdurchschnittlich kurz. Und der hat hier auch so einen blauen Mund. Kann man wahrscheinlich schlecht erkennen. Der hat hier so einen blauen Mund. Und der sieht echt nicht schlecht aus. Aber die Figur selber haben wir natürlich auch noch. Das waren jetzt nur die 15 Accessoires, die er hat. Ja, das ist der Predator selber, wenn ihr ihn aus der Verpackung holt. Also, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ich würde sagen, von unten. Unten haben wir auch gleich das, was mir am wenigsten gefällt. Und zwar, seine Fußklauen sind nicht bemalt. Die sind ja einfach nur blau. Das sieht ein bisschen billig aus, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Fokus habe ich da, oder? Ja. Soll da sein. Dann hat er hier wirklich das Gelenk. Das ist hier etwas steif. Funktioniert allerdings. Soweit geht es auf jeden Fall nach hinten. Geht, glaube ich, noch weiter. Aber ich möchte es jetzt nicht zu sehr dehnen. Hier ist übrigens auch diese Netzstruktur drauf gemalt noch, das ist nicht schlecht. Dann hat er hier so ein Holster für die eingefahrene Smart Disk. Die geht hier eventuell ohne groß Probleme drauf. Scheint aber nicht so. Es hält. Es hält. So, dann hat er hier noch so eine Art Tasche. Ich weiß nicht, wie rum die gehört. Ich würde sie jetzt einfach mal so hin tun. So ist sie eigentlich ganz in Ordnung. Dann eine Beweglichkeit hat er ja auch. Geht um 360 Grad. Eine Oberkörperbeweglichkeit hat er aber auch. Die ist hier etwas schwächer, aber reicht aus. Vielleicht ist er bei mir auch einfach nur steif. So, dann die Arme. Der hier geht so weit nach oben. Und der hier circa auch. Die gehen eventuell weiter. Die Figur ist jetzt halt extrem neu noch, dementsprechend. Ja. Die Arme,
Die gehen so weit nach oben, das ist hier echt nicht schlecht. Das sind über 90 Grad, also das ist wirklich gut. Und hier ist dieses bemalte Netzmuster auch wirklich extrem gut. Hier hat er tatsächlich nicht dieses Netzmuster überall. Das ist ein cooles Detail. Ja, hier ist auch nicht wirklich steif. Die Hände kann man natürlich auch drehen, so wie hier das Teil. Hier haben wir Klauen, also diese ausfahrbaren Dinger hier. Die lassen sich rausfahren, so weit. Ich habe hier eine blöde Hand tatsächlich dran. Die Wrist Blades. So, die Hand ist wirklich extrem blöd. Dann hat er hier noch seine Schulterkanone. Da müsste auch dieser Schuss gut dran halten können. Hoffe ich. Muss ich mal schauen, worum es reingeht. So soll es eigentlich passen. Ja, funktioniert. Ihr könnt die bisschen nach hinten fahren, bisschen nach vorne fahren und drehen. Oben, unten ist schwierig. Naja, hält jetzt nicht so Hammer, aber naja, ist in Ordnung. Von hinten sieht der Gute so aus. Hier kommt normalerweise so ein kleiner Clip rein, dann könnt ihr so ein Kombi-Stick ranhängen. Funktioniert hier nicht. Und hier an der Seite, hier ist es tatsächlich spannender. Wir haben hier wieder dieses Ding, das ist hier tatsächlich eingeschaltet, dieser Selbstzerstörungsding. Und ihr seht hier jetzt was Freies. Und hier ist dieses Ding für gut, was wir uns vorhin angeschaut haben. Da könnt ihr einmal jetzt die eingefahrene Variante ranklippen. Das ist ja die. Hier sieht es dann einfach relativ unscheinbar aus. Wie weit geht es wieder einfach raus? Ja. Oder halt die ausgefahrene Variante. Das sieht dann so aus. Das gehört tatsächlich so abgestanden. So. So kann der irgendwas verschießen. Ich glaube, irgend so ein Typ wird davon enthauptet. Also, das scheint schon relativ gefährlich zu sein. Ich würde hier jetzt einfach diese eingefahrene Variante rantun, dass der Predator einfach relativ clean aussieht. So, ich werde versuchen, mal ein paar Dinge auszutauschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. So, also, ich habe jetzt den Predator mal in eine Pose gepackt. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich glaube, das ist mein allererster Predator, wo ich es geschafft habe, meinen Kopf wirklich komplett auszutauschen. Also sprich, dass der Kopf richtig in den Ballpack da wieder reingeht. Wahnsinn. Also der sieht wahnsinnig gut aus. Ich habe den jetzt hier mal mit diesem, ja, Morgenstern hier displayed. Ja, so. Ich kann mir vorstellen, dass ich den so irgendwie display. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn so circa hinstelle. Die Axt sieht zwar auch gut aus. Und hier das, der Kombi-Stick auch. Aber ich glaube, ich stelle ihn so hin. Was ich noch ansprechen wollte, hier, die Fingernägel sind bemalt. Auch blau. Die sind zwar auch blau bemalt, aber sie sind bemalt. Also wenigstens das. Sie sind bemalt.
Ja, ich glaube, ich tue den Arm ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht noch ein Ding zurück, ja. So wird er, glaube ich, in mein Regal landen. Der gefällt mir wahnsinnig gut. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Der kostet circa mit Versand vielleicht 45 Euro. Wahnsinn. Also lohnt sich hundertprozentig. Der ist einer meiner absoluten Lieblinge jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der sieht hammermäßig aus. Beide Köpfe sind gut. Also der hier gefällt mir auch. Die Maske. Der gefällt mir gut. Also in dem Sinne würde ich mich dann auch schon verabschieden. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.